Und wir sind hier an Bord des Katamarans in unserer Kabine. Für zwei Personen ist schon sehr eng, ist zwar alles da, aber es ist schon einfach eng. Muss man schon sich schön verdrücken, damit der andere sich bewegen kann. Badezimmer und Dusche. Ziemlich eine Einheit. Rechts will ich jetzt nicht aufnehmen. Die Toilette, also das ist alles separat vorhanden. Hier schlafen wir. Im Moment haben wir die Koffer da, weil wir erstmal auspacken müssen. Ich glaube aber nicht, dass ich das alle auspacken. Und weil wir einen Teil erstmal auspacken müssen. Und ansonsten verschwinden die dann. Und dann haben wir hier unseren Liegebereich. Gut dabei ist, dass hier Fenster sind. Also da kann man jederzeit nach draußen gucken, wenn man will, auch nach oben den Regen beobachten, aber das ist mir für die Lichtverhältnisse. Nur dieses Kabinenfenster gefällt mir gut, da hat man immer ein bisschen Kontakt auch zum Wasser. Ich weiß nicht, wann wir ablegen. Bisher haben wir auch von den Gästen, die hier sind, also insgesamt sind 8 Gäste jetzt auf diesem Katamaran, eigentlich nur Gutes gehört, auch Essen wäre prima. Allerdings waren das Leute, die, glaube ich, das ganze Leben sehr positiv sehen. Und die hatten mit Kritik eigentlich nichts am Hut. So, wir gucken dann jetzt erstmal, dass wir uns ein bisschen umziehen und dann mal uns oben auf Deck umgucken. So, wir sind jetzt hier an Bord des Katamarans. Der fährt aus dem Hafen raus, das heißt, er ist schon rausgefahren. Und das Wetter ist einfach wechselhaft. Mal scheint die Sonne, dann regnet, dann ist es bewölkt und dann ist blauer Himmel. Also im Moment können wir die ganze Geschichte hier noch nicht einschätzen. Wasser haben wir noch gar nicht berührt. Aber da kommen wir noch zu, da haben wir noch Zeit reichlich. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht so ganz so stark. Wir haben ein Außenmikrofon dran. Das filtert normalerweise ganz gut. So, zur anderen Seite rüber schwenken. Von Mahé weiß ich jetzt nicht, wo es hingeht. Da hat das auch, glaube ich, der Captain nicht weiter angesagt. Da müssen wir uns einfach drauf verlassen. Da wird jetzt schon die entsprechenden Stellen anfahren, wo wir schnorcheln können, tauchen, was man eben vorhat. Ganz kurzer Schwing. Die Person jetzt nicht so nicht aufnehmen. Die Samisten hier endet nicht. Hier vorne ist die Raucherecke. So lange keiner meckert, denk ich mal. Ich kann einen Krieg machen. Das Ganze nennt sich hier Leopard 44. Da gibt es so einige Katamarane von. Im Moment habe ich noch kein Vertrauen, es ist etwas Seegang, um hier auf der Reling entlang zu laufen. Aber werden wir sicher noch machen. So, hier sehen wir dann den Captain bei der Arbeit.
man sich auf dem Katamaran vielleicht so ein bisschen vortasten. Mal sehen, ob ich hinkriege mit Festhalten. Könnte das eigentlich funktionieren? Die Segel sind keine gesetzt, läuft alles mit Motor. Wind wäre eigentlich genug da. Ja, das ist schon mal interessant. Hier sind so die Inseln, die einzelnen. Die so wirklich auch teilweise gar nicht bewohnt sind. Aber alles super grün. Das heißt, hier wird auch schon immer mit Regen zu rechnen sein, sonst ginge das nicht. Aber damit kann man leben, mal wenn wir 27, 30 Grad sind, also kein großes Problem. Ich bin jetzt vorne. Habe ich den Fachausdruck gar nicht dafür, was vorne bedeutet. Ach, dann bin ich jetzt bewusst. Auch, ist auch noch so ein Deck, da sind also auch entsprechend Sitzplätze, kann man sich auch aufhalten, wenn man will. Also ist schon reichlich Platz. Wir sind hier mit 8 Touristen, also überhaupt gar kein Problem. In den Kabinen hält man sich auch wahrscheinlich nicht so lange auf. Und zum Duschen, Waschen, Schlafen reicht das da. Ist allerdings nicht vergleichbar mit irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen. Die sind schon luxuriöser. Aber dafür hat man hier einen direkten Kontakt zum Wasser. Das ist im Grunde schon ein Vorteil. So, jetzt kommen wir mal nach hinten, also Achtern. Scheint so der Lieblingsplatz der meisten Gäste zu sein. So, jetzt wartet er schon hier. Werde ich mir jetzt erstmal genehmigen. So, Steuerrad. Ruder ist auf Automatik gestellt, so wie ich das sehe. Da braucht der Kapitän ja nichts machen. Schon modern, diese Dinger. Kann ich sagen. Jetzt wird er hier rechts vorne hingesetzt. Hier nach vorne geht's nicht. Dann kann man sehr schön sehen, wie nach viele Inseln zufährt oder an den Inseln vorbei. Die sieht zum Beispiel völlig unbewohnt aus.
Ja, und ohne so eine Katamaranfahrt kommt man gar nicht zu sehen. Da hast du gar keine Chance, da hinzukommen. Man sieht ja in der Ferne, da ist ein riesiger Wellengang da hinten. Und erstaunlich. Bei dem Wetter schwimmen kann, habe ich noch meine Bedenken. Ganz schöner Wellengang. Aber interessant, die Fels, was sie hier mit Steine, die da hinten liegen. Wunderschöne Insel, die jetzt gerade ansteuert. Ja, da jede Menge Palmen. Wunderschöne Insel. Ja, das aussieht, fährt er auch direkt darauf zu. Ja, das ist eine wunderbare Insel mit großen Granitfelsen. Palmen. Sieht ja ganz toll aus. Ja, und die haben wir praktisch auch halt gemacht, um zu schnorcheln. Das kann man da hinten, wo der helle Bereich ist, muss man wohl von hier aus dann mal so langsam rüberschwimmen. Boah, das ist ein ganz schönes Stück hier. Lieber Mann. Fantastisch aus hier. Ja, die Musik. Mal sehen, dass wir die nachher loswerden, beziehungsweise wenn das Video verarbeitet wird. Are you feeling super lucky? Make Tuesday your day with Super Salotto. Win big cash prizes and increase your chances by playing all 5 grids at only 25 rupees per grid. Win anything from 50 rupees all the way to a fantastic jackpot starting from 250,000 rupees or more. For more information, visit us at RT Chambers, room 206. Available at your local retail outlets. KDJ Super Salotto, your ticket to dream. Back to the music now.
Kannst du ranzoomen, brauchst du hier hinkommen. Hast du auch wieder recht. Ja. Lass zurück wackeln, da fängt das auf. So, das sind hier Nachtaufnahmen. Wir liegen immer noch vor Mahé. Es ist praktisch dunkel. Im Hintergrund Berge, Wolken zu hangen. Hier links liegen so einige Katamarane und wir bleiben auch heute Nacht mit dem Katamaran hier draußen vor Mahé vor Anker. Schon eine gespenstische Kulisse irgendwie. Hier im Hintergrund den Hafen. Ja, hier wird so gegessen, gesessen, erzählt. Jetzt warten wir eigentlich auf Abendessen. Das gibt's um 7 Uhr, also in gut einer halben Stunde. So, das sind noch mal ein paar Nachtaufnahmen vor der Küste von Mahé. Hier liegen so zwei Katamarane, die hier übernachten werden. Praktisch mit uns zusammen. See ist relativ ruhig, geht so ein bisschen Wind, aber man sieht ja auch keinen besonders starker Wellengang. Lässt sich schon ertragen. So, hier muss man ja schön aufpassen, wie man hier rumläuft. Das ist dermaßen wackelig. Und gerade fehlt die Sonne hier hin. Ich glaube, ich muss hier weg. Nichts ist wichtig. Sonne ist nicht wichtig, Regen ist nicht wichtig. Regen? Auch nicht wichtig. Nee, aber zu viel Sonne ist auch nicht richtig. Hier kann man auch nichts recht machen, ne? Also, ja, wechseln das Wetter alle paar Stunden, ne? Ja, alle paar Minuten.
So, dann machen wir mal gucken, nachher mal so richtig ausgiebig schwimmen und schnorcheln. Hoffen, dass du kein Hai im Arsch warst. Thank you.
nur nicht, wie sie heißt. Ganz toller Strand. Ja, so stellt man sich das vor. Ganz, ganz toll. Thank you.
Thank you.
normal ab in hier. Diese Zeichen links. Läuft gerade noch, ne? Ach so. Na ja. Ich da sitzt und dann setzt sich hin oder was? Ja, das sind Badebuchten, da kann man ja nur von träumen. Die können wir jetzt noch anfahren. Da zieh dich mal an. Ja. Bring mal die Kamera mit an die unter Wasser.
Ja, hier liegen wir jetzt vor Anker und dann geht's auch zum Schwimmen, Schnorcheln, wie man will. Und wir noch ein paar Fische unter Wasser aufnehmen können. Wenn nicht, ist auch ein bisschen Tage. Wetter wird bis heiter. Temperatur 28 Grad. So ganz genau kann man es nicht sagen durch den Wind. Aber alles sehr angenehm bis jetzt. Ja, ich höre dich. Und Temperatur? Ja, gut. Angenehm. Tja, türkisfarbenes Wasser, wie man sich das so vorstellt. Strand, türkises Wasser und eben ganz wenig Leute. Palmen. Das ist alles ideal. Munteres Fische füttern, ganz schöne Brocken. Guck an. Schmatz, schmatz. Sieht aus wie eine Plötzchen oder so.
Ja, schön. Ja, viele sind gut. Nee, ich will mal mehr. So schnell wie die gekommen sind, sind die ja wieder weg. Heiß. Tja, das war der herrliche Abend hier an der Ferieninsel. Das ist alles ein bisschen unwirklich, aber es ist real.